Willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe echt gerade mal geguckt, bis wohin ich vorproduziert habe. Wir müssten tatsächlich am 16. Februar sein, wenn nichts dazwischen gekommen ist. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, was wir mitnehmen und was wir hier lassen. Ich werde das erstmal ein kleines bisschen hier vorsortieren, weil die Schienen werde ich auf alle Fälle hier lassen. Beziehungsweise... muss ich dann mal schauen. Das ist verrückt, ey. Dass ich eigentlich hinten weiterbaue, aber da habe ich jetzt auch keine richtige Ambition mehr dazu. Muss ich zugeben. Muss ich mal zugeben. Ich lasse mal die Wertsachen hier. Wertsachen lasse ich mal hier und ich nehme halt jetzt von hier aus noch ein paar Schienen mit. Also alle. Das alles hier, was ich nicht brauche. Ich nehme das dann auf Rückweg mit. Beziehungsweise kann ich ja hier schon mal was in den Ofen reinhauen von mir aus, weißt du. Ist ja egal. Kann sich das ja kümmern, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr im Junk bin und das nicht weiterarbeitet. Aber wir fahren jetzt mal mit der Lore darüber. Trinken mal einen Schluck wieder. 22.15 Uhr schon wieder. Wie gesagt, vor 12 Stunden habe ich angefangen mit der Aufnahmesession, aber es waren auch mal gut und gerne zwischendurch 3-4 Stunden Pause zum einen fürs Mittagessen, dann immer mal wieder dieses Lüften, Recken, Strecken, Schoki snacken. Dann habe ich noch eine kleine Pause gemacht zum Akklimatisieren. Von 1-2 Stündchen über den Abend verteilt so. So ein bisschen Fernsehen schauen und ein paar Sachen zum Klären. Und dann habe ich aber irgendwann, glaube ich, gegen 18 Uhr wieder angefangen und spiele jetzt eigentlich schon wieder 4 Stunden, glaube ich. Oder war es 19 Uhr? 19, 20 Uhr so, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Jedenfalls spiele ich 12 Stunden Minecraft mit Unterbrechung. Hab ordentlich Folgen rausgedonnert. Und ich möchte mal anmerken, guckt mal bitte, wann ihr die Folge gerade schaut, was für ein Tag ist. Und oder guckt mal bitte, wann die Folge hochgeladen wird. Ich meine, wie gesagt, es sei der 16. Februar, weil ich es gerade mir schon mal ein bisschen angefangen habe aufzuschreiben. An dem Tag, wo ich das hier aufnehme, ist der 16. Januar. Das heißt, wir haben jetzt über einen Monat vorproduziert. Das habe ich noch nie gemacht. So lange. Also ich meine, ich weiß... Hier liegt das ganze Zeug, was ich zwischendurch rausgeschmissen habe, noch links im Wasser. Ich weiß, dass ich mal früher, als ich immer mal nur so ein, zwei Folgen pro Tag oder teilweise pro Woche hochgeladen habe, manchmal schon im Sommer aufgenommen habe, die dann irgendwann auf dem Rechner rumfliegen hatte und die teilweise im Winter erst hochgeladen habe. Aber dass ich jetzt so kontinuierlich wirklich seit gut, ja, jetzt habe ich den Rechner auch schon 6 Wochen fast, seitdem gut und gerne immer mal wieder Sessions gemacht habe, wenn ich Zeit hatte. Und folglich auch seitdem fast immer 4 Folgen pro Tag hochgeladen habe. Mit Ausnahme, glaube ich, einmal war es nicht. Und dann waren es sogar mal 8 Folgen, was ich, glaube ich, zu Weihnachten gemacht hatte. Oder zu Silvester, glaube ich. Eins von denen. Ja, muss man mal festhalten. Und dass ich jetzt schon wieder so hart vorproduziert habe, dass ich Material habe für über einen Monat. Krass, also wir müssen dann erstmal wieder eine Minecraft-Pause einlegen, aber dadurch, dass ich so viele Sachen eben auch hier noch vorhab, können wir uns das eigentlich gar nicht erlauben. Ich grabe jetzt, zum einen grabe ich jetzt erstmal hier durch. Solange, wie es die Spitzhacke mitmacht. Also ich habe ja dann noch 2, nehmen dann natürlich auch alle Erze mit, die wir hier unterwegs finden. Zum einen ist das jetzt erstmal nur Kohle und eben Kupfer von mir aus. Das unten, ja, das können wir dann auf dem Rückweg machen von mir aus. Ich grabe jetzt erstmal durch, bis ich auf der anderen Seite dieser Insel angekommen bin.
beim Wasser und dann kann ich erstmal die Schienen bauen bis darüber. Ich habe ja noch ein ganz paar jetzt. Habe ich eigentlich die Redstone-Fackeln mitgenommen? Nein, habe ich nicht, ich Idiot. Oh, ich habe die Redstone-Fackeln nicht mitgenommen. Verdammt. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Aber ich bin zumindest jetzt gerade mal ein bisschen beruhigter, weil ich einfach aus dieser Mine erstmal raus bin. Verdammte Scheiße, war das jetzt eine langatmige Angelegenheit da unten. Nicht uninteressant für mich, aber eben verdammt langatmig. Die ganze Scheiße hier. Oh, wie lang das auch noch ist, hier sich einmal durchzugraben. Ich hätte gedacht, wir kommen dann jetzt gleich drüben beim Wasser wieder raus, aber so schnell offenbar dann doch nicht. Och, Tapsi, kannst du mal einen anderen Weg wählen, als hier mir noch halb über die Tastatur zu latschen? Mit deinen Samtpfötchen? Katzen, ey. Suchen Sie mal den nächstbesten Weg, ob das praktisch ist oder nicht. Na komm, komm jetzt mal auf der anderen Seite raus, ey. Oder kann ich mal, soll ich mal gucken, wie weit das noch ist? Ich habe gerade oben so ein Erdbüschel gehört, was rausgerissen wurde. Das heißt, hier oben könnten Schafe sein. Ja, ich höre es mähen. Wie weit geht's denn hier hoch, wollte ich gerade fragen. Ich will mal gucken, wie weit das noch ist. Ach, so. Oh, ach so. Ich bin, upsala, ich dachte, ich komme da direkt da raus, aber ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich muss also jetzt mal, oh, da muss ich improvisieren ein bisschen. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Da muss ich jetzt von der anderen Seite erstmal bauen, tatsächlich. Weil ich wollte ja den Anleger zum Dorf direkt machen. Ich bin zu weit. Das hätte ich ja jetzt nicht vermutet, tatsächlich. Ich tauche mal ein bisschen, es geht etwas schneller. Da drüben. Nee, Quatsch, warte mal. Noch weiter da drüben? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ist ja crazy. Da drüben ist das Dorf. Ach du Schande. Bis darüber wollte ich die Schienen bauen. Oh, auch hier mit so Unterwasserhöhlen. Wie geil das bitte aussieht eigentlich. Also Höhe 63 haben wir ja eingehalten. Das heißt, daran soll es nicht scheitern. Ich müsste also tendenziell eigentlich hier an diesem Steg ansetzen. Na, so sagen, was weiß ich, das hier ist der Bahnhof dann oder so. An diesem Steg hier müssen wir ansetzen. Ja, machen wir. Und dann treffen wir uns da hinten quasi dann wieder. Ich muss mal wieder vorsichtshalber dann die Fackeln aus dem Secondhand entfernen. So. Boah, das wird, oh, das wird doch noch etwas länger dauern. Ich will wenigstens schon mal den Übergang jetzt fertig machen vielleicht. Auch wenn das noch viel jetzt mit Hacken zu tun hat. Aber ich will halt nicht jetzt unbedingt hier noch tausendmal ums Eck und da und da und da, sondern ich will einfach versuchen so und dann im rechten Winkel auf die andere Angelegenheit da treffen. Was da unten auch noch los ist, leuchtet da auch überall im Wasser, da sind Magmablöcke so. So. Naja, dann geht es jetzt erstmal hier durch. Und wie gesagt, mal gucken, wie weit ich das jetzt vollziehen kann hier. Cobblestone habe ich ja erstmal dabei. Relativ viel. Naja, ist jetzt nicht wichtig. Wir graben erstmal gerade durch und gucken mal, wo wir dann rauskommen und ob wir dann eben auch irgendwie den Übergang hinkriegen. Zu unserer anderen Geschichte dann. Habe ich eigentlich, ich habe nur die eine
Schaufel, ne? Also wenn es dann um Erde geht und sowas, sind wir da relativ schnell out of Schaufel. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass die Spitzhacken das jetzt gar nicht mitmachen. Dass ich da jetzt mal improvisieren muss erstmal. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens auf der anderen Seite bis rauskommen kann. Und dann gucken, wie ich den Übergang mache. Wie gesagt, die Kohle und das hole ich mir dann alles später, wenn ich die Schienen lege. Ich versuche das jetzt nur so schnell wie möglich durchzuziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weit weg ist, dieses scheiß Dorf da oben, ey. Und von dem Dorf zu den nächsten Dörfern ist es ja dann auch noch ein ganz schönes Stück zu laufen gewesen. Um in unsere Todesschlucht unter anderem zu kommen, wo wir damals in 1216 gestorben sind. Ich muss tatsächlich wirklich schon damals sagen, zumal wir damals eben auch bei Level 88 waren, die durch den Todessturz verloren haben und sind jetzt schon wieder bei 42, also haben fast die Hälfte aufgearbeitet in knapp 50, 60 Folgen. Das ist okay. Weil wir auch so viel in Höhlen waren, Mineralien gemacht haben, Mineralien geschmolzen haben, dies, das. Ging das eben dann doch etwas schneller. Kriegen ja auch, wenn wir Kohle abbauen, immer mal XP-chen her. Das bringt's eben alles. So, na, wenn die Spitzhacke kaputt ist, habe ich noch eine. Ich versuche wenigstens, dass ich hier durchkomme jetzt. Ich muss eben auch wieder warten. Ich kann mich jetzt hier nicht irgendwie nach oben bauen und gucken, weil wir sind ja mitten im Berg drin. Das wird wieder eine halbe Ewigkeit dauern. Aber ich will versuchen, bis rüber zu dem anderen Weg zu kommen. Aber das werde ich mit den zwei Spitzhacken wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt, im Zweifel, wenn ich jetzt hier nicht durch den Berg durchkomme mit den zwei, beziehungsweise jetzt nur noch einer Spitzhacke, dann muss ich den Weg zurückgehen und den ganzen Weg zurücklaufen. Deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, dass ich wenigstens durch den Berg durchkomme jetzt. Mal sehen, wie weit das ist. Wir sind ja doch schon ein ganz schönes Stück jetzt auch gelaufen hier. Und haben gehackt und gehackt und gehackt, was das Zeug hält. Ich meine, wenn ich hier durch bin, brauche ich ja dann keine Spitzhacken mehr. Da kann ich dann, wie gesagt, ein bisschen anfangen, Gleise zu legen schon mal. Aber wir haben ja auch noch Rohstoffe. Also wenn sie kurz vorm, also wenn sie im orangenen Bereich ist, muss ich sehen, dass ich hier rauskomme. Aber ob das klappt, ist die nächste Frage. Mensch, ich meine, ich bin jetzt gerade ein ganzes Stück geschwommen hier, aber ist das wirklich so weit gewesen schon wieder jetzt? Nicht, dass ich jetzt auch wieder völlig falsch bin. Und hier eigentlich nach vorne gar nicht so wirklich weiterkomme, sondern dann eher wieder zur Seite müsste. Das lässt sich echt nicht einschätzen. Hier kommt jetzt auf jeden Fall. Ah, doch, super. Okay, gut. Dann werde ich mir mal. Ups, dann werde ich mir mal hier eine Fackel. Nee, nicht keine Schiene. Eine Fackel hinsetzen. So ein bisschen, damit ich sehe hier. Das war scheiße. Ich mache mal mit Rechtsklick mit der Schaufel, kann ich ja das Zeug bearbeiten. Und das ist aber nicht das, was ich will. Beziehungsweise kann ich ja jetzt hier schon mal mit Cobblestone weitergehen. Bis rüber. Und dann gucken, ob ich den Ansatz finde. Oder vielleicht sogar schon bauen kann. Je nachdem, wie viel Material wir jetzt noch brauchen oder wie weit wir hier weg sind. Es war auf jeden Fall fast hier oben. Also ich glaube, wir könnten das hinkriegen. Ich müsste halt jetzt nochmal nach oben gehen, den Berg, und gucken, wo ich rausgekommen bin. Dann nach unten so ein bisschen graben. Vielleicht auch mit den Koordinaten nochmal arbeiten dann. So. Ja, den Berg nach oben gehen. Geil. Mache mal. Wenn du nicht ansatzweise nur eine Möglichkeit hast dazu. Weil das so steil ist. So, muss ich jetzt halt die Stelle wieder suchen, ne, wo ich rausgekommen bin. Das
war auf jeden Fall hier in der Region irgendwo. Gut.